Herr Stöber, würden Sie sagen, dass 3D-Drucker das Thema Nummer 1 ist der Industrie gerade? Es ist ein wichtiges Thema. Gerade hier auch auf der Kunststoffmesse sehen wir einen immer steigenden Bedarf bezüglich der industriellen additiven Fertigung. Und da wollen wir eben mit unseren Anlagen, wie unter anderem auch der P77, die Sie hier auf der Messe sehen, eben unseren Beitrag dazu leisten. Was genau kann die P77? Das System ist eine Weiterentwicklung des Systems P67. Es hat zum einen 20% höhere Leistungsfähigkeit, sprich Durchsatz, Materialdurchsatz, und bietet auch Verbesserungen im Bereich der Homogenität der Bauteileigenschaften. Was genau bedeutet das? Wir haben im Hintergrund einen Algorithmus, der EOSAME heißt. Dieser Algorithmus sorgt dafür, dass der Energieeintrag homogenisiert wird im Baufeld. Letztlich führt es dazu, dass die mechanischen Eigenschaften der Bauteile gleich oder identisch sind, egal wo diese Bauteile positioniert sind im Baufeld. Was würden Sie denn sagen, in welchen Bereichen wird dann in der Zukunft diese Methodik eingesetzt? Na gut, wir sehen heute schon im Bereich Aerospace einen sehr hohen Bedarf. Das heißt, in zukünftigen Flugzeuggenerationen werden standardmäßig additive Teile verbaut sein und eben auch Laser-Sinter-Bauteile. Der Medizinbereich ist auch prädestiniert für die additive Fertigung, da jeder Körper eben anders ist, die additive Fertigung ihre vollen Nutzen entfalten kann. Im Automotive-Bereich ist additive Fertigung auch sehr wichtig. Dort können Produktentwicklungszeiträume reduziert werden mit Hilfe der additiven Fertigung. Der Consumer-Bereich ist für uns auch noch wichtig zumindest. Da geht es letztlich um alle möglichen Gimmicks und Bauteile, die dann dem Endkunden zur Verfügung gestellt werden. Also auch Tooling ist für unsere Firma sehr relevant, aber auf der Metall-Laser-Sinter-Schiene, eben hier nicht beim Polymer-Laser-Sintern. Ja, das sind eigentlich so die Hauptbereiche. Aber letztlich sind wir für alles offen und alles, was unsere Kunden eben zukünftig an Applikationen realisieren wollen, unterstützen wir. Und auf welche Länder konzentrieren Sie sich auf dieser Messe? Wir haben eine Global Coverage. Wir sind global eben gut aufgestellt, sowohl mit unserer Servicemannschaft als auch den Regionalgesellschaften, die im asiatischen Raum, aber auch im nordamerikanischen Raum eben dafür sorgen, dass wir eine ausreichende Kundennähe haben. Eine Konzentrierung kann man weniger sprechen. Also wir kommen halt ursprünglich aus Deutschland. Insofern sind wir in Mitteleuropa sehr, sehr stark. Aber ein sehr starkes Wachstum sehen wir eben im nordamerikanischen und im asiatischen Markt. Und genau das bietet die K auch hier? Sicherlich, also die K ist eine internationale Kunststoffmesse. Hier trifft man alle Nationen und es ist für uns eine ganz tolle Plattform eben, um länderübergreifend unsere Technologie zu präsentieren. Herr Stöber, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und viel Erfolg natürlich auf der Messe und bin dann gespannt, was Sie beim nächsten Mal mitbringen. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen.